andere Auffahrt ist ganz kurzfristig nach Wiesbaden zur dritten Etappe DKB Riders Tour gekommen. Was hat dann den Ausschlag dafür gegeben, dass Sie gesagt haben, so jetzt nach dem Derby geht's weiter? Ja, ich habe natürlich nach Hamburg die Einladung bekommen und habe erstmal kurz überlegt, aber da meine Pferde echt gut drauf sind, wollte ich die Chance nutzen und selber ein bisschen Erfahrung sammeln im Springen und deswegen bin ich jetzt froh, dass ich hier bin. Gut, die Kollegen werden sich ihren Teil denken, die Springreitenden, das mussten sie ja letztes Wochenende schon. Landlord ist ein klassisches Springpferd und genau wie Nupa Fietz La Vista aus familieneigener Zucht. Ihr Vater musste vor Stolz platzen. Ja, ich glaube, der ist sehr stolz auf die beiden Pferde, die er selber gezogen hat und das macht natürlich auch umso mehr Spaß. Jetzt ist das hier eine ganz andere Hausnummer als das Derby. Das ist ein klassisches, modernes Springen, vollkommen anderer Platz. Was sind die Stärken von Landlord? Was schätzen Sie an diesem Pferd? Ich glaube, er hat unwahrscheinlich Springvermögen und deswegen denke ich, dass er das auch gut absolvieren wird. Am Ende muss man sehen, wie weit wir hier kommen, weil mir am Ende auch noch die letzte Erfahrung fehlt. Aber irgendwann muss man ja anfangen, sie zu sammeln. Genau, vom Nichtreiten wird es nicht besser. Vielen Dank.